Hi, ich bin Jakob und ich studiere im fünften Semester im Masterstudium Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel an der TU Dresden. Für meinen Studienabschluss habe ich mich für ein Auslandssemester an der Kyoto University of Foreign Studies in Japan entschieden und ich nehme euch jetzt eine Woche lang durch meinen Studienalltag mit. Ich komme jetzt gleich ins Unigelände rein und das heißt Maske auf. So, es ist 7 Uhr morgens, es sind 6 Grad und ich gehe jetzt frühstücken. Ich habe heute zwei Sachen auf der Agenda. Eine Vorlesung zu Urban Studies und am Nachmittag geht's boxen. So the market clearly does not work. Even our social neoliberal, you know, market capitalism does not work. Ich habe jetzt zwischen Vorlesung und Sport noch einige Stunden Zeit und das heißt Hausaufgaben. Davon gibt es hier nämlich jede Menge und deswegen mache ich mich jetzt besser an die Arbeit. Gleich mit Hausaufgaben für heute. Wir sehen uns im Boxring. Alles klar, wir sind jetzt hier im Boxing-Dojo der University. Es ist klein, aber fein. Oh. Danke an meine Kamera. Ja, und es ist, also ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie gut die Clubsituation hier an der Uni ist. Also wir haben sehr viele Einrichtungen, um das quasi zu ermöglichen. Viele meiner Kommilitonen sind in sehr unterschiedlichen Clubs. Ich bin gerade heimgeradelt. Ich werde jetzt noch hier im Wohnheim Abendbrot essen und danach ist der Tag schon wieder vorbei. Wir sehen uns morgen. Morgen. Ich habe heute erst nachmittags Uni, das heißt, ich werde den Vormittag nutzen, um noch ein bisschen was von meiner Leserast abzuarbeiten und vor allem was bewacht zu werden. And things that you've learned along the way, so don't worry, it'll be relaxed and casual. You just have to do it, that's all. So, meine Vorlesungen sind vorbei, es ist dunkel, wie man sieht, und ja, mal schauen, wer jetzt wo was essen geht. Okay. Ja, yeah, definitely. I mean, there's that one album. Actually, did you get the mail? Like, there was a German meeting today. Was there? Yeah. I mean, it was just like we did origami. German origami. Ich bin jetzt vom Abendessen zurückgekommen. Es war richtig lecker. Wir haben Ramen gegessen. Es ist aber auch zugegebenermaßen echt schwierig, hier in Japan wirklich schlechtes Essen zu finden. Ich habe mich jetzt noch mit den anderen, also mit einigen anderen ausländischen Studierenden getroffen im Foyer von meinem Wohnheim und wir haben quasi ein Wichteln ausgelost, also eine Namensziehung gemacht. Das heißt, da werde ich dann auch demnächst nochmal für shoppen gehen müssen. Genau, und damit war es das für heute eigentlich auch. Donnerstag früh, es ist schön sonnig. Wir radeln jetzt zur Uni. Ich bin ein bisschen später aufgestanden, habe mir das Frühstück gespart, einfach um ein bisschen länger schlafen zu können. Ich gehe jetzt in die Mensa zum Mittagessen. That doesn't work with one hand. Ich mache mich jetzt nochmal an die Arbeit und schreibe einen kleinen Bericht zu einem Kapitel, das ich hier noch lesen muss.
und werde es dann noch abschicken. Das habe ich erfolgreich bis heute Abend rausprokrastiniert, wie man das halt so macht als Student. Ich habe nicht gut geschlafen, aber was soll man machen? Ich habe heute zwei Vorlesungen, auf die ich so mittelgut vorbereitet bin. Japanese Philosophy und Political Philosophy. Und danach habe ich tatsächlich einen Behördengang zu erledigen. Alles klar, wir waren jetzt im Auslandsamt hier an der Uni. Wir haben eine japanische Studentin an die Seite gestellt bekommen und Ayhan und ich fahren jetzt zum Ward Office, also zum Bürgeramt, zu dem wir gehören. Ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg mit Freunden zu einem Geburtstagsessen und danach gehen wir nochmal. Svenja, was machen wir? Ja? Tempel. Light Illumination. Tempel Light Illumination. Das ist so eine Art Lichtspiel in einem japanischen Tempel. Es ist Samstag und das heißt, ja, Haushaltsarbeit. Wäsche waschen, Müll rausbringen, Staubsaugen und ja, danach schauen, ob ich irgendwas zu essen kriege. Ich werde jetzt noch ein bisschen Schreibarbeiten, Hausaufgaben abfertigen. Dreiviertel zwölf. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Stadt und werde ein bisschen shoppen gehen. Ein bisschen Souvenirs und Geschenke einkaufen. Für diverse Leute zu diversen aufkommenden Feiertagen in nächster Zeit. Ja, mal schauen, ob wir was Schönes finden. Das war es auch schon wieder von mir. Wenn euch das Thema Auslandsaufenthalte weiter interessiert, dann erzählt euch Clara hier oben etwas über ihre Zeit in Irland. Hier unten findet ihr noch ein weiteres spannendes Video der TU Dresden. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke und abonniert den Kanal. In diesem Sinne, bye, matane.